Man stelle sich mal vor, man nehme eine Komplettwasserkühlung, packt da leuchtende Sachen rauf und hat eine ganz neue Wasserkühlung. Und genau das passiert bei einer Komplettwasserkühlung von Funtex. Genauer genommen die Glacier One in verschiedenen Größen. In meinem Fall jetzt die 280er. Die heißt jetzt nicht mehr MP, sondern MPH. So, da wären wir auch gleich schon bei dem ersten Punkt. Warum heißt die jetzt MPH? Die heißt so, weil jetzt die sogenannten Halo-Rahmen von Funtex da drauf sind. Das sind im Prinzip viereckige Rahmen mit einem runden Loch in der Mitte, die du auf deine Lüfter schrauben kannst. Gibt es in 120, 140 mm Varianten, um den Nicht-RGB-Lüfter zu einem RGB-Lüfter zu machen. Das ist eine coole Sache. Vor ein paar Jahren habe ich die auch schon mal benutzt auf Be Quiet-Lüftern. So hat man nettes Aussehen und ruhige Lüfter. Aber was bringt mir das denn im Endeffekt überhaupt? Tja, außer das gute Aussehen leider nicht sehr viel und auch eine ganz wichtige Sache, Kabel. Kabel, Kabel, Kabel. Gruselig. Grundsätzlich ist die Glacier One eine gute Wasserkühlung. Kann man nichts gegen sagen. Wie die meisten anderen auch. Basiert auf einem Acetec Standardmodell. Die kriegen die Pumpendesigns von denen und drücken ihren Namen da drauf. Und dann war es das so ungefähr nach dem Motto, wie das ja viele andere auch machen. Was auch nicht schlecht ist. Das sind gute Teile, die funktionieren. Das hat sich bewährt. Warum also nicht? Ich habe die 280er Wasserkühlung hier. Bedeutet 240er Lüfter drauf, nebeneinander, wahlweise auch von beiden Seiten, aber das ist eine ganz andere Sache. 280 mm, 240 mm Lüfter und eben, wie gesagt, diese Halo-Rahmen auf den Lüftern. Nette Sache, die Lüfter haben weiße Lüfterblätter. Bedeutet, die Farbe von dem Halo-Ring wird natürlich von weiß viel besser wiedergegeben, als wenn es ein schwarzer Lüfter wäre. So, wenn die Beleuchtung nicht an ist, sieht es halt irgendwie doof aus. Ne? Ein schwarzer Lüfterrahmen und weiße Blätter drin, ist nicht so meins, aber ist auch eine Geschmackssache. Abgesehen von dem leuchtenden Ring auf den Lüftern haben wir auch noch den Pumpendeckel. Das ist eine ganz witzige Sache, die Funtex sich da ausgedacht hat. Und zwar ist das ein magnetischer Pumpendeckel, der auf die Pumpeneinheit draufkommt. Mit Magneten. So, der ist auch beleuchtet, auch mit einzeladressierbaren LEDs und da ist so ein Endlosspiegel verbaut, der, naja, das ganz nett aussehen lässt. Auf jeden Fall deckt dieser Deckel auch das ganze Geschraube und so weiter von der Pumpeneinheit selbst ab, was ziemlich cool aussieht. So hat man wirklich nicht diese hässlichen Brackets, wo dann vielleicht auch noch die Schraubenköpfe oder so zu sehen sind oder so. Dieser magnetische Pumpendeckel deckt das komplett ab. Und leuchtet auch noch bunt. Was will man mehr? Abgesehen davon ist es im Großen und Ganzen eine normale Komplettwasserkühlung. Ein, zwei so Kleinigkeiten, wie eben schon gesagt, mit dem Pumpendeckel und den Lüfterrahmen und bla bla bla. Eine nette Sache finde ich auch noch, dass, so wie man es von Kabeln zum Beispiel kennt, Kabelkämme, gibt es hier für die Schläuchekämme. Schlauchkämme? Ich weiß es nicht, wie man die nennt. Auf jeden Fall kann man die da einfach rüberklicken. Steht auch klein Funtex drauf. Und so kann man das noch ein bisschen ordentlicher in seinem System verlegen. Aber das ist schon, das sind so die kleinen Sachen, die das dann doch irgendwie hervorstechen lassen, abgesehen von dem beleuchteten Pumpendeckel natürlich. Wenn man das Teil jetzt also hat und einbauen möchte, braucht man in erster Linie natürlich Platz für eine 280er Wasserkühlung. Das ist klar. Habe ich mir auch so gedacht, wollte ich oben in mein Meshify 2 reinbauen und dachte auch, ist ja kein Problem, ist ja sehr viel Platz. Hat allerdings nicht ganz so geklappt, wie ich mir gedacht habe, denn zu dem Zeitpunkt hatte ich G-Skill Trident Z Neo Arbeitsspeicher verbaut. Und die sind ja, sind nicht die höchsten, die es gibt, aber die sind auch nicht sehr flach. Und haben ja oben diese lustigen spitzen Kanten. Und dadurch, dass auf den Lüftern, auf der Wasserkühlung, ja noch die Rahmen drauf sind, ein paar Millimetern Höhe, bin ich mit der Wasserkühlung nicht an den Ecken vorbeigekommen. Also niedrigeren Rahmen reingepackt, dann die Wasserkühlung oben in die Decke, dann hat es auch gepasst. Also muss man bedenken, man hat nicht nur Radiatordicke plus Lüfter, sondern eben auch noch diese Halo-Rahmen oben drauf. Wenn man wirklich schon knapp in seinem Gehäuse ist, sollte man sich das überlegen. Zur Not macht man es in die Front, wenn man da dann den Platz für hat. Aber Planung gehört ja immer ein bisschen dazu. Also, wir haben das Teil jetzt eingebaut und wollen es dann auch benutzen. Und natürlich auch die Beleuchtung steuern, gar keine Frage. Wie machen wir das denn? Zuallererst kann man das noch ganz normal über den Funtex Controller steuern oder eben über ein kompatibles Motherboard. Da wären wir wieder bei ARGB-Headern.
Das sind die mit den drei Pins. Wenn man so einen am Motherboard hat, kann man die Beleuchtung von der Komplettwasserkühlung an das Motherboard direkt anschließen und so einfach über die Motherboard-Software steuern. In meinem Fall war es RGB Fusion von Gigabyte. Hat wunderbar funktioniert, hat er gleich erkannt. Konnte ich alles lustig hin und her stellen. War überhaupt kein Problem. Und auch die Sache, dass man ja nun ein Kabel von dem Pumpendeckel hat, von den beiden Halo-Rahmen und so weiter und so fort. Vielleicht hat man noch anderes Leuchtegedöns im Gehäuse. Die Teile von Fantex sind alle daisy-chainable, also die können alle aneinander gesteckt werden und am Ende hast du einen Stecker, den du dann ans Motherboard oder eben in den Controller steckst und dann lässt sich das steuern mit einem einzigen Kabel. Das ist wiederum eine ganz nette Sache. Nichtsdestotrotz hast du einen Haufen Kabel, die von dieser Wasserkühlung weggehen. Jeder Lüfter hat eins, dann haben die Halo-Rahmen noch eins, dann hast du dann noch die Verbindungskabel und so weiter und so fort. Ja, schön, am Ende hast du nur einen Stecker, der irgendwo rauf muss, aber die ganzen anderen Kabel wollen ja auch versteckt werden. Ist ja aber nicht so, dass andere Wasserkühlungen das Problem nicht hätten mit vielen Kabeln. Hier ist es so, dass die Kabel an den Lüftern relativ nah dran sind und da kann man die RGB-Kabel dann auch ein bisschen dran ranbenzeln und so weiter. Das geht schon. Es gibt ja auch Wasserkühlungen, da kommen gefühlt 28 Kabel allein aus dem Pumpenblock und die muss man irgendwo auf seinem Motherboard, genau da, wo man alles sieht, irgendwie verstecken. Ist halt auch nicht so schön, aber hält sich alles im Rahmen. Ging dann auch, wenn man sich mal ein bisschen Mühe gibt. Das ist bei Kabelmanagement ja so, da muss man sich einfach mal die Zeit nehmen, wenn man es denn auch nicht haben möchte. Oder alles reinquetschen, Klappe zu, Affe tot, geht natürlich auch. Dann wollte ich natürlich auch wissen, wie gut ist denn dieses gut aussehende Teil denn? Wie gut kann es kühlen? So, ich habe die Glacier One 280 mph gegen meinen NHD 15 von Noctua antreten lassen. So, ja, Äpfel und Birnen, Luft- und Wasserkühler, aber oft ist es ja die Frage, wenn man sich einen Rechner zusammenstellt oder vielleicht auch das erste Mal einen zusammenstellt, was hole ich mir denn? Hole ich mir einen Luftkühler, hole ich mir einen Wasserkühler? Da gibt es ja tausend verschiedene Punkte, auf die man achten muss, sollte, möchte, wie auch immer. Aber die Glacier One ist nicht verkehrt. Kurz vorweg gesagt, das sind jetzt keine wissenschaftlichen, hochqualitativen Ergebnisse hier, das ist einfach nur mal eine Stichprobe, um zu sehen, in welchem Bereich sich das ungefähr abspielt. Das können andere viel besser als ich und das sollen sie auch weiterhin machen. Nur mal für den Überblick. Mit dem NHD 15 von Noctua auf meinem 10850K war ich im Idle ungefähr bei 30 Grad und unter Last war das irgendwo im Bereich von 84 Grad. So, zack, CPU-Kühler gewechselt, Glacier One angeschlossen. Da war es im Idle ungefähr bei 29 Grad, also ich sag mal ungefähr gleich auf mit dem NHD 15. Aber unter Last war der 10850K bei 74 Grad. Das sind 10 Grad weniger. Das liegt aber hauptsächlich auch an zwei Sachen. Und zwar erstens, dass eine 280er Wasserkühlung einiges an Kühlfläche zu bieten hat. Bei dem Modell hier ist es auch so, dass die Finnen sehr dicht sind. Das heißt, größere Kühlfläche, also kann natürlich mehr Wärme abgeleitet werden und dass es bei einer Wasserkühlung es länger dauert, bis die Maximaltemperatur erreicht ist. Wenn man jetzt aber schon mal einen NHD 15 gegen eine All-in-One Wasserkühlung antreten lässt, interessiert man sich ja auch für die Lautstärke. So, im Idle drehen sich die Lüfter ein bisschen, die Pumpe macht auch ein bisschen was. Das hört man aus dem geschlossenen Gehäuse aber nicht mehr raus als irgendwas anderes, was da drin ist. Die Gehäuselüfter, die Grafikkarte, was auch immer. Unter Last ist so ein NHD 15 natürlich wirklich schön leise. Dafür ist er bekannt, dass er leise ist und richtig gut kühlen kann. Bei der Glacier One, man hört es halt. Die Lüfter, das sind keine Noctua-Lüfter, die drauf sind, das sind Fantex eigene Lüfter. Ja, die machen ihren Job und die kühlen das Ding auch runter. Deswegen hatten wir auch 10 Grad weniger als bei dem NHD 15. Aber eben auf Kosten der Lautstärke. Wen das nicht stört, gar kein Problem. Dann kann man sich auch Industrial-Fenster reinhauen und die voll hochdrehen. Ist ja dann egal. Hauptsache kühl. Gar keine Frage. Wenn man es trotzdem vielleicht ein bisschen leiser haben möchte, ist das Ding vielleicht nicht das Gelbe vom Ei, wenn man wirklich oft die CPU unter Feuer hat. Es ist in keinster Weise ein unangenehmes Geräusch, es sind einfach Lüfter, die schnell drehen und viel Luft befördern. Das, was sie ja auch sollen. Also, da muss man immer ein bisschen den Sweet Spot finden, aber lautstärketechnisch immer noch im Rahmen. Gut, verglichen mit dem Noctua, wer will da was gegen machen?
Die sind einfach geil, die Dinger. Ja, zubehörtechnisch ist auch alles dabei, was man brauchen könnte, wie das bei den meisten Wasserkühlungen auch so ist. Wir haben die gängigen Halterungen für die Intel-Sockel, für die AMD-Sockel und auch für den neuen Intel LGA 1700-Sockel. Wenn man dann so eine CPU hat und die gerne damit kühlen möchte, geht. Also alles in allem ist es die Funtex Glacier One MP mit Halos. Das ist das, was man unterm Strich mitnehmen kann. Es ist eine gute Wasserkühlung, die sieht echt wirklich gut aus, muss ich sagen. Dieser Infinity Mirror auf dem Pumpendeckel, der hat was, ist mal was anderes. Und es sollte natürlich auch ein bisschen nett aussehen. Wir wollen uns das alle angucken, wofür wir Geld ausgegeben haben. Was soll der Geiz? Apropos Geiz, preislich liegt die Glacier One aktuell bei ungefähr 160 Euro. Das sind ca. 20 Euro mehr als die Nicht-H-Version. Ja, weil zwei Leuchterahmen dabei sind, ne? Für jeden Zehnerle und dann hat man auch was zum Leuchten. Finde ich in Ordnung. So, ich habe jetzt auf jeden Fall genug gesabbelt. Einmal die Funtex Glacier One 280 mph mit viel Bunt dabei. Ich finde, das ist ein gutes Ding. Sieht gut aus, tut ihren Job. Einwandfrei. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen und würde sagen, bis dann. Aber ich sag mal...